Wunderschönen guten Nachmittag aus Mexiko, Leute. Heute ist endlich ein richtig, richtig schönes Wetter. Die Sonne knallt runter, bisschen braun. Sehr cool. Ich glaube, heute wird es ungefähr so 26, 27 Grad. Und ich dachte mir mal, heute nehme ich euch mal einfach in meinen Tag hier in Mexiko mit. Heute laufen wir nicht. Ich habe es euch ja schon im vorigen Video gesagt, ich laufe eigentlich sehr gerne, aber hier zumindest in dieser Stadt in Querétaro, wo ungefähr so im Ballungsraum so 2 Millionen Menschen leben, braucht ihr wirklich ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ja, vor allem die Gehwege sind nicht so ausgebaut und vor allem jetzt gerade bin ich richtig hungrig. Ich will einfach nur irgendwas essen und ja, auch mit den Schlappen hier rumzulaufen, nicht so cool. Deswegen fahren wir jetzt erstmal, ich warte jetzt erstmal auf meine Frau, die macht sich noch fertig, fahren wir jetzt erstmal eine leckere Torta essen, die ist aber auch gleich um die Ecke. Da könnten wir eigentlich auch laufen, aber komm, wir fahren erstmal mit dem Auto hin. Und danach will sie, glaube ich, in den Walmart gehen, den zeige ich euch auch noch mal ein bisschen. Und ja, so, was ich so am Tag mache, will ich euch einfach mal zeigen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ich will euch unbedingt noch die Altstadt zeigen. Die habe ich euch aber letztes Jahr schon gezeigt. Die ist wirklich sehr wunderschön hier in Querétaro. Und vielleicht machen wir noch eine Foodtour durch den Mercado. Da habe ich auch schon Kurzvideos gemacht. Aber wir machen das gerne nochmal als Long-Term-Video. Und ja, ich hoffe mal, die kommt jetzt endlich mal raus hier, Leute. Weil die Sonne knallt schon sehr runter. So schauen übrigens meine Haare aus. Mal mit der Haartransplantation. Und dann würde ich sagen, auf was warten wir? Let's go, Leute. So, Leute, und ich habe noch Socken bekommen. Warum ich Schlappmann hatte, das Problem war nämlich, wie ihr wisst, ich bin mit Handgepäck geflogen und ich habe fast keine Sachen mitgenommen. Richtiger Assi. Ja, und jetzt habe ich keine frischen Socken mehr. Jetzt habe ich von Gary Socken bekommen. Den kennt ihr vielleicht aus den Kurzvideos von meiner Frau. Die Mutter, der Mann aus USA, den wir auch besuchen. Und genau, jetzt kann ich dann trotzdem mit Schuhen rausgehen. Aber mit Schlappen ist auch ganz geil. Die habe ich mir hier übrigens auch gekauft. Also, jetzt lasst uns mal wirklich auf den Weg machen. Und hier könnt ihr sehen, hier ist einfach mal gar nichts und es wird wahrscheinlich auch noch alles zubebaut werden, so wie hier das Ganze. Ja, weil die meisten Mexikaner, habe ich euch ja letztes Mal gesagt, leben halt in solchen gated Communities. Ja? Und ihr könnt ihr sehen, das Ganze wird wahrscheinlich auch irgendwann noch mal bebaut werden. Gebt euch mal das Auto, das feiere ich so in Mexiko. Ey. Das Auto ist so geil. Boah. Übrigens sind die ganzen Häuser hier, wird das Gas alles geliefert. Also es ist nicht unten von der Leitung, sondern ja, da habt ihr euer Gas ist meistens immer oben auf dem Haus oben. Und genau so wird es dann geliefert und alles Gastanks, wie ihr hier sehen könnt. So Leute, Hut ist auch drauf. Jetzt sind wir angekommen, ist nicht weit. Es war jetzt mit 3 Minuten Fahrt. Weg, man hätte jetzt auch hier locker laufen können. Ja, und in der Gegend hier, da habe ich übrigens letztes Jahr gewohnt. Für die Leute, die schon so lange dabei sind, die wissen das. Das ist so meine Lieblings-Neighborhood hier. Mittelklasse, Mexiko, keine gated community, sehr viele Taco-Stores, Oxos, Torta-Stores, wo wir jetzt hingehen, Barber, alles mögliche. Und hier hast du halt wirklich, hier ist Ruhe und eine Sicherheit. Deswegen für mich die schönste Gegend. Hier könnt ihr sehen, das ist so geil auch. Ja, wie es allein ausschaut mit den Leitungen hier oben. Na, hier bis ganz hinter. Wow, wunderschön. Und jetzt ist es sehr heiß. Das heißt, es sind nicht viele auf der Straße. Natürlich sehr viele sind natürlich auch am Arbeiten. Ne? Und hier gehen wir jetzt erstmal eine Torta essen. Die habe ich schon mal probiert. Ja, deswegen weiß ich, dass sie gut ist. Aber ich habe darüber noch kein Video gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt ja, cooler Zeitpunkt, uns mit euch zusammen eine Torta essen zu gehen. Genau, hier zum Beispiel, das meine ich hier in der Gegend, hier hast du halt zum Beispiel eine Metzgerei hier, alles fresh zubereitet und solche Läden können sich halt hier noch halten. Ja, ist das wunderschön. Nichtsdestotrotz natürlich gibt es auch hier Leuten, denen es nicht so gut geht. Das könnte jetzt hier sein auf der anderen Seite. Der Herr seiner Tochter, glaube ich, hier nach Spenden halt pflegt. Ja, das ist natürlich so die Seite, aber es ist natürlich, das ist klar, in Lateinamerika kannst du nicht vergleichen mit Europa. Genau, da sind ein paar Stores hier, aber wir gehen jetzt zum Torta-Store. Hier, schaut mal, Friseurläden. Pozole, das ist die mexikanische Suppe. Und hier ist dann der Torta-Store, Leute. Ja?
Genau hier. Und da gönnen wir uns jetzt eine Torta. Ich zeige euch mal kurz die Preise. Wir holen uns die Milanesa. Wo haben wir sie denn? Milanesas. Milanesa, ah, De Pollo. Vom Preis sehr, 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 sehr gut. Milanesa De Pollo heißt übersetzt, es ist das Schnitzel, mexikanische Schnitzel. Und Leute, das ist so krass, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das gerade hier riecht, ne? Mit Abgasen und so weiter. War auch meiner Frau aufgefallen. Am Anfang ist es hier nicht aufgefallen. Ich habe mir gesagt, Alter, es riecht so krass nach Abgasen hier. Und der Typ zum Beispiel, ihr könnt sehen, der presst die ganze Zeit das Gaspedal und dieser ganze Abgas kommt hier einfach mal jetzt hier in das Restaurant rein. So. Ja? Aber das ist halt Latin America. So. Das sind so, das fällt euch wirklich auf hier, weil hier teilweise richtig alte Autos noch rumfahren. Aber hier soll jetzt mal egal sein. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Also für 3,50 Euro ist das vollkommen geil. Sandwich. Boah. Mmh. Schwein. Und was ich sehr schön finde hier, gebt euch mal, dass das Fleisch schön zart ist. Na, schön zart, weil manchmal hast du hier so Fettklumpen und so drauf, vor allem wenn du hier Schwein isst. Und das ist halt gar nicht der Fall. Es ist sowas von schön zart, auf dem Brötchen warm. Mmh. Boah. Die Stärkung habe ich jetzt wirklich erstmal gebraucht. Und zu einer Torta gibt es auch immer noch so eine Peperoni dazu. Und die isst man wie folgt. Bisschen Limette drauf und ein bisschen Salz. Die gibt es bei jedem Torta-Store. Boah, die ist auch wirklich schön scharf. Mmh. Aber mit Salz und der Limette, boah. Absolut geil, aber die haut rein. Boah. Mmh. Boah, die ist wirklich scharf. Ein Jarritos Tamarindo. Ja, Jarritos, das kennt ihr auch aus Deutschland. Könnt ihr auch in Deutschland. Da gibt es aber, gibt es nicht in der Dose, sondern in so oldschool, vintage Glasflaschen. So, Leute, boah, absolut top. Aber, boah, die Chili hat so reingehauen. Oh, die war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr scharf. Also ein ganz kleiner Laden. Nur meinen Kollegen sagen, wow, Señor, Torta, muy rico. Muchas gracias. Wow. Wow, yeah, the chili was loco. This chili, for me, it's really, really loco, but it's really, really good. Yeah, muchas gracias. Gracias. Ja, schaut mal alle vorbei. Falls jemand mein Gerretaro ist hier, könnt ihr mal vorbeischauen. Also der Laden wirklich ist top, ist wirklich geil, ja. Hier nochmal, das ist der Laden hier, Tortas. Ganz schlicht. So gehe ich am liebsten essen, Leute. Geiler Typ, ja. So, jetzt schauen wir mal, Park hier in der Neighborhood rumlaufen und genau, da ist nochmal so die Sache, wo ich euch gesagt habe, mit Auto in Mexiko alles top so, ne? Deswegen fahren die meisten Leute Auto oder Uber, zu Fuß sind die Leute nicht so gerne unterwegs hier und man sieht auch nicht so viele Fahrer, ist zum Beispiel in Kolumbien anders, so richtige Ampeln halt da, wo man jetzt weiß, okay, jetzt könnt ihr gehen halt, ihr müsst da wirklich aufpassen und dann, jetzt könnt ihr sehen, jetzt geht's aber, da kommen die Autos schon da, genau, so geht man hier über die Straße, ja. Und genau, wir gehen jetzt mal zum Park hier. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr erholsam, diese Neighborhood. Finde ich wirklich schön und vor allem auch sicher. Hier alles. Und dann seht ihr nochmal, warte, das zeige ich euch auch mal ganz kurz, diesen Bocho. Könnt ihr sehen? Vom Volkswagen. Der wurde ja hier in Mexiko produziert. Hier ist ja auch in Puebla, ist ja hier Volkswagen. Hier wird zum Beispiel auch der Jetta wird hier produziert und ein paar Autos. Und ja, unter anderem dieser Bocho, der hier auch in Mexiko produziert worden ist. Deswegen seht ihr richtig viele hier, richtig oldschool. Hier, schaut mal, er ist auch im Chillen. Genau, diese Häuser hier, also zur Miete, sind die viel günstiger. Als losgefahren sind, wo ich jetzt wohne, das kostet so 400 Euro monatlich, diese Gated Communities. Und in der Gegend sind die viel günstiger. Kostet ungefähr die Miete hier so, sagen wir so 300 Euro, glaube ich mal. 300 bis 350 Euro. Und es ist halt geil, weil hier könnt ihr ein bisschen Sport machen. Jetzt gehen wir im Park mal ganz kurz. Genau, Sport machen. Ihr habt die Läden hier um die Ecke und könnt auch mal zu Fuß unterwegs sein, weil sonst würde ich hier richtig dick noch die ganze Zeit nur mit dem Auto fahren, Tacos essen und Cola saufen. Ja, und ihr seht, sehr, 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 sehr erholsam hier auch. Ne? Hier im Park und sowas sind auch wirklich, ist alles sauber. Ne? Nicht so wie bei uns in Deutschland, wo die Parks dann doch schon ein bisschen ausschauen und so. Auch wenn jetzt hier die Leute mit den Hunden unterwegs sind, da machen die das auch wirklich sauber. Ja, also liegt jetzt keine Hundekacke oder so hier rum.
Und ist ja sehr, 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 sehr erholsam, sauber. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt auch ein paar Sonnenstrahlen, Leute, im Park zu chillen. Ja, und hier natürlich einmal Deutschland, ja, und zweimal Deutschland, Real Madrid auch, und dreimal Deutschland. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch. Also die Leute feiern hier teilweise auch Autokennzeichen von Europa drauf zu machen, auch aus Spanien, aber am liebsten Deutschland. Ja? Deswegen, also die ganzen deutschen Autos, Volkswagen, BMW, Mercedes, okay, Porsche sind jetzt nicht so viele hier, die haben alle so irgendwas mit einem deutschen Bezug so. Ne? Das feiern die Leute hier voll. Also ich sehe hier in Mexiko mehr deutsche Fahnen als in Deutschland. Ja, das ist heftig. In Mexiko definitiv sieht man sehr viele deutsche Fahnen. Die Mexikaner, die lieben Deutschland. Cafés gibt es natürlich auch hier. Sehr entspannt, sich hier hinzuchillen. Gibt euch mal schöne Cafés hier, ja. Auch wunderschön, ne? Aber wir schauen uns mal weiter. Und zwar zeige ich euch mal, wie hier die meisten Leute ihre Lebensmittel bekommen. Ne? In so einer Mittelklasse-Gegend von Mexiko. Klar könnt ihr auch in Walmart gehen. Das machen wir, glaube ich, dann auch später. Aber wir gehen jetzt in eine Frutaria, ja, wo ihr Obst und Gemüse kaufen könnt. Aber auch Takis, Leute. Ja. Auch Takis und Chips und was weiß ich. Und das sind solche Läden. Ja. Wir gehen mal ganz kurz rein. Hier. Das sind Frutarias. Und hier gibt es zum Beispiel auch, gibt euch mal hier frische Mangos, Orangen, Äpfel, alles Mögliche zu sehr, 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 sehr günstigen Preisen. Ja. Nebendran gibt es eine Polaria und die ist nur Buenos Aires, Senora. Hier gibt es, ja, Chicken. Nur für Chicken hier. Ein ganz kleiner Laden. Das ist eine Wohnung, glaube ich sogar. Ist krass, gibt euch mal. Eine Wohnung, aber Hauptsache Internet ist am Start, ja. Ein Fruchtladen, das ist halt geil. So, ich überlege hier, schaut mal, kauft euch die Früchte frisch ein. Und dann nebendran ist gleich hier eine Polaria. Und für das Ganze jetzt haben wir 115 ausgegeben. Geht vollkommen klar, Leute. Ah, und da sind noch, boah, ich habe voll viele Mückenstiche hier bekommen. Ich habe mal gezeigt, oh, wie man hier in der Neighborhood einkaufen geht. Aber wir brauchen jetzt noch was vom Walmart. Auch große Sachen natürlich, ja, ist dann natürlich im Walmart besser. Aber es könnt ihr auch so kleine Sachen, wenn ihr nur kleine Sachen kauft, gibt es hier natürlich im Späti, im Oxxo. Frutarias, diese Polaria. Aber jetzt gehen wir dafür nochmal groß US-Style einkaufen im Walmart und das seht ihr jetzt auch noch ganz kurz. So, und hier könnt ihr jetzt sehen, da geht es jetzt zum Walmart und auch, da gibt es zum Beispiel ein Kino, ist hier auch noch mit drin, Ross, und genau, da kommt ihr halt wirklich nur mit dem Auto hin. Also hier zu Fuß laufen, es gibt halt keinen Gehweg, jetzt hier irgendwie herzukommen, sondern es geht halt nur mit Uber oder mit einem Auto halt, ja. Und genau, ein Bus hält hier auch nicht, das ist halt sehr, 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 sehr schade. Und ja, eigentlich meide ich so große Supermarktketten auch in Deutschland. Ich gehe halt lieber schnell mal zum Pennymarkt oder so. Wie hier zum Oxxo oder zum Späti, weil da bist du halt richtig lange da drin. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie der Walmart hier ausschaut. Da könnt ihr sehen, ne? Da sind zum Beispiel die Taxis hier und die Dame ist jetzt auch wahrscheinlich mit dem Uber gekommen. Hier. Der verkauft ja auch irgendwas vom Restaurant wahrscheinlich. Das finde ich immer nicht so cool, wenn die Leute euch schon, also wie soll ich sagen, halt, wenn ich ein Restaurant, das ist jetzt nicht so extrem der Fall, aber wenn ich halt in ein Restaurant gehe, dann möchte ich mir das halt selber raussuchen, wenn euch jemand schon am Parkplatz abfängt, um irgendwo essen zu gehen. Ich meine, ey Leute, ich will doch zum Einkaufen mehr kommen, weißt du? Das ist immer so die Sache, aber okay. Ja, wir schauen mal. Hier könnt ihr sehen, jetzt hier Walmart, da kommen die Leute hier mit dem Taxi an, ja, um einkaufen zu gehen. Das ist krass. Ja, hier. Also, lasst uns mal kurz nachschauen. Ausschaut. Walmart in Mexiko. Ist genauso jetzt. Jetzt denkt man eigentlich so, man ist in den USA so. Ich war schon in den USA, ist wirklich 1:1 eigentlich das Gleiche. Na, also ist nichts Großartiges. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mal zeigen. Und ein kleiner McDonald's, gibt euch mal. Kleinster McDonald's überhaupt. Und hier gibt es nur Eis. Hier, schaut mal, gibt es nur Eis. Gibt es keinen Hamburger und sonst was.
Nur Eis von McDonald's. Wow. Genau, hier ist Subway und die ganzen Ketten halt, ne? So wie bei uns. Und hier sind auch richtig viele Securities drin. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob die was sagt. Ich lasse einfach mal die Kamera laufen. Weil hier sind nicht so wie bei uns, hier sind halt, ich glaube, allein, die haben so viele Mitarbeiter und so viele Securities. Das ist crazy. Wirklich. Ich bin mal gespannt. Das könnt ihr sehen, ob sie was sagt, ob ich hier filmen kann. Weil ich war mal im Supermarkt auch, da habe ich gefilmt, da haben die gesagt, nee, nicht erlaubt hier zu filmen. Aber alles gut. Hier könnt ihr sehen, das Paradies Walmart. Ja, XXXXL Version. Und auch wenn man halt nur kleine Sachen einkaufen will, bist du halt hier dann mindestens jetzt, weiß ich, 20 Minuten drin, um halt die Sachen zu finden, so halt. Na? Weil es dann einfach so riesig ist. Hier, die haben so viele Mitarbeiter, das ist crazy. Hab ich noch nie gesehen. Bei uns im Penny, wo ich wohne in Schöneberg, die haben am Abend 2 Mitarbeiter, am Tag 3 Mitarbeiter. Hier sind das richtig, richtig viele Leute. Hier könnt ihr es auch sehen. Es ist so geil. Auch Tortillas hier, Totopos. Tja, frische Tortillas. Ganz, ganz wichtiges, Leute. Chips in Mexiko. Geht sogar 2 für 95 hier. 2 Chips für 95. Ja, die sind geil. Liebhaber, hier gibt es auch deutsches Bier. Warte mal, sind wir schon richtig? Genau. Schaut mal. Paulaner 104. Ja, ich blende mal die Preise ein, wie viel das Ganze ist. Hier Erdinger Weißbier, Flensburger Pils gibt es auch. Also krass. Ja, hier auch noch andere. Ah, hier Flensburger Dunkel, Allende, das ist von hier wahrscheinlich. Also es gibt auch deutsches Bier, aber kostet halt. Auch hier ist er puro heftig. Aber da bleibe ich doch lieber bei Corona, auch wenn ich nicht so viel trinke hier. 12er Pack, 209. Hier nochmal ganz kurz das Bierparadies anschauen. Hier könnt ihr sehen, alles gekühlt. Mexikanisches Bier. Hier. Das ist übrigens sehr, sehr geil. Squirt heißt das. Es ist so ähnlich, also ist hier mit Limetten. Das schmeckt sehr, 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 sehr gut. Wie USA so halt. Also die meisten Produkte sind auch aus USA. Da merkt man halt, okay, wir sind in Amerika. Ja, ist ja Nordamerika, Mexiko. Und das merkt man auch hier halt. Das ist 1:1 aufgebaut wie in den Staaten. 1:1. Da sind wir übrigens auch noch. Da will ich auch für euch Videos machen. Und ich hoffe mal, wir können eine kleine Community jetzt wirklich hier auf YouTube aufbauen. Das war sehr, 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 sehr schön, Leute. Ja, wäre auf jeden Fall ehrenvoll. So krass. Wer kann sich noch an die Zeit erinnern, wo es kein Klopapier gab, ne? Hier gibt es ja heftig viel. Crazy. Klopapier sie gibt. Und ihr seht ihr, wie viele Mitarbeiter hier sind. Das ist wirklich krass. Ja? Also, da sind so viele hier. Teilweise genauso viele Mitarbeiter hier wie Leute, die hier shoppen gehen. Das ist crazy. Schaut mal hier. Das ist echt, allein hier, ich glaube, es sind 100 Mitarbeiter. Das ist krass. Überall. Hier. Gebt euch mal Doritos Popcorn. Ey, das ist ja heftig. Wäre mal geil für ein Short-Video. Durchs Eis halt, ne? Das ist krass. Das ist halt wirklich so diese XXL-Sachen hier, ne? So. Die Leute kaufen das auch für Familie und alles dann ein, ne? So, Leute, und ich liebe Kaffee. Den gönne ich mir jetzt mal. Und ja, hier natürlich am Eingangsbereich natürlich Chips, die sind auch geil. Das habt ihr aber schon mal in den ganzen Shorts gesehen. Genau, hier gibt es auch To-Go-Kassen. Und dann würde ich sagen, oh, ah, da haben wir noch was. Gibt euch mal hier. Pollo gibt es auch hier. Ganzes Hähnchen gemacht schon. Noch, ist noch sogar warm, müsst ihr euch überlegen. Weil die Lampe, ne? Hier, hält das alles warm so. Ganzes Chicken. Ein halbes Händel, ja. Hier sehe ich hier. Ein halbes Händel. Genau, wo ist jetzt meine Frau dahinter? Also hier mit Selfmade-Kassen und so, ne? Alles. Und da sind so viele, ist krass, Securities und was ich alles, ne? Da musst du auch einen Zettel vorzeigen. Ich sehe da mal den Gesamtpreis. Veinte pesos. 184. Dann geht das Geld dann auch wieder weg, ne? Und was sich auch geändert hat, die Taschen kosten mittlerweile auch Geld. Also vor 2 Jahren, wo ich hier war, da hat das alles noch, also habt ihr die umsonst bekommen. Jetzt ist es auch so mittlerweile wie in Europa, dass das alles Geld kostet, ja? So, jetzt haben wir zu viel Geld reingeknallt in dem Automat oder zu wenig. So, Leute. Dann würde ich sagen, war es das jetzt hier? Boah, nicht mal so schlecht. Von Olle. Was das jetzt hier aus, Alter, aus Mexiko, aus dem Supermarkt und was wir so gemacht haben. Wenn ihr Bock habt und es lohnt sich, ja, weil, wie ihr wisst, bin ich ja leider nicht mehr monetarisiert auf TikTok, ja. Müssen jetzt YouTube machen, aber ich finde es auch geil, YouTube, aber es muss sich halt auch lohnen von den Klicks. Ich habe ja TikTok wirklich gemacht, weil sich von den Klicks sehr gelohnt hat, ne. Da musste ich überlegen, da habe ich
mit einem 1-Minuten-Video habe ich da bei manchen Videos 200 Euro verdient. Ne? Und deswegen habe ich eher TikTok gemacht. Aber YouTube ist auch geil, deswegen lasst ein Like da. Würde mich sehr freuen. Das letzte Wort jetzt hier. Nochmal. Hola, ¿cómo estás, señora? Bien? Bien aquí. Das war's, Leute. Sie hat das letzte Wort. Wir geben ihr auch ein bisschen Trinkgeld. Die macht, ist hier zuständig für die Einkaufswegen. Die hilft auch. Ah, gebt euch mal. Schaut, die macht hier einen Parker. Und jetzt könnt ihr sehen, jetzt bekommt sie ein bisschen Kleingeld gleich. Das ist der Job hier, so. Okay, die hat nichts gegeben, ist nicht cool. Wir geben jetzt ihr was. Ja? Ich mache jetzt noch einen Livestream auf TikTok. Könnt ihr mich auch mal abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich würde es jetzt wirklich durchziehen. Jeden zweiten Tag ein Video. Denkt ihr, ich schaff's? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Helft mir dabei. Lasst ein Like da, einen Kommentar für den Algorithmus, vielleicht auch noch ein Abo. Dann können wir das machen. Vielleicht können wir eine Community aufbauen. Unterstützt mich hier sehr gerne. Dann können wir das weitermachen. Wirklich. Ihr müsst mir nicht spenden und sonst was. Einfach nur die Videos anschauen, Leute. Und ein Like da lassen. Das wird mir schon weiterhelfen. Also, tschüss. Ich gönne mir den Kaffee. Das war's. War ein geiler Vlog, Leute. Ciao. Doch noch das letzte Wort. Und wir haben auch ein bisschen Klang für Sie. Adios, Alemannia. Bye, bye.